beschreiben Lissabon den ersten Tag. Lissabon ist eine ziemlich große Stadt, ziemlich zwiegespalten tatsächlich. Also ich muss sagen, wir haben am ersten Tag haben wir einen Bus genommen. Wir haben diesmal den gelben Bus genommen, nicht den roten. Das gibt es in Lissabon nämlich auch. Und der rote Bus ist zwar mehr frequentiert, der gelbe Bus hat aber schönere Angebote. Unter anderem halt nicht nur zwei oder drei Busrundfahrten, sondern auch man kann mit der Tram fahren und mit dem Boot kann man auch machen. Am ersten Tag sind wir aber erstmal tatsächlich zu so einem Außenbezirk gefahren. Das ist dann mit so einer allgemeinen Runde einmal durch die Stadt und da hat man schon ziemlich schnell gemerkt, dass Lissabon halt zum einen halt alt und schön ist, aber sobald man auch nur ein bisschen außerhalb der Stadt ist, ist es gleich halt irgendwie. Ja, viele Hochhäuser, das habe ich auch schon beim Landeanflug gesehen, denn der Flughafen ist jetzt ziemlich abenteuerlich. Und da sind da gleich viele Hochhäuser, Eiffel Buildings würde sich freuen, der Subreddit auf Reddit. Es gibt schon einige Häuser, die total böse aussehen und total hässlich auch sind. Und ja, am ersten Tag dann nach Belem rausgefahren, das ist ein Stadtbezirk, irgendwie der ein bisschen außerhalb liegt, auch an dieser Bucht. Also Lissabon hat eine große, große Bucht. Praktisch in dieser Bucht gebaut worden und Belem ist der einzige, der da dran liegt. Und da hat es dann irgendwie einmal so eine alte Kirche gehabt, also eine Kirche, die irgendwie aus dem Wohlstand der Portugiesen gebaut wurde. Also dazu muss man vielleicht erwähnen, dass die Portugiesen früher ziemlich reich waren, weil die haben ja viel Handel betrieben, viel Seehandel und sowas und dadurch sind sie ziemlich reich und deswegen konnten die auch im Barock auch so schöne Gebäude bauen. Also da war dann erstmal eine Kirche in Belem und dann irgendwie direkt am Wasser so ein neu errichtetes Monument und dann noch so ein alter Wachturm, der mal früher ganz im Meer war, aber dann irgendwie später nicht mehr, weil die irgendwie die Bucht so ein bisschen mit Erde aufgestockt haben. Auf jeden Fall Belem ist das Botschafterviertel, das heißt, da jetzt auch sehr viele schöne große Botschaftshäuser gab, die ganzen Botschafter drin leben. Und ja, Belem an sich ist schon irgendwie. Ich hoffe, das stört euch nicht. Das stört die Aufnahme nicht so. Und nach Belem dann wieder zurück praktisch in die Innenstadt und dann erstmal was zu essen gesucht. Dabei sind wir dann erstmal auf so einen Berg gegangen und auf diesem Berg war halt die Burg, wie heißt die? Burg Jorge oder was? Oder Joche. Ich weiß nicht, wie es in Portugal ausgesprochen wird. Was ich aber noch sagen muss, ist, dass man in Lissabon oder generell in Portugal die Sprache relativ gut versteht, weil die halt auch logischerweise in Romanisch sein muss. Und Portugiesisch kann man echt gut verstehen, wenn man irgendwann Latein in der Schule oder sowas hatte. Da kommen einem die Wortstimme schon echt gut gelegen. Also man kommt ja auch mit geringen oder gar keinen Lateinkenntnissen gut vorwärts. Auf jeden Fall, diese Burg hatte echt eine grandiose Aussicht. Es war wirklich ein Festungsgelände auf dem Berg. Erstmal so ein größeres Gebiet, wo man halt erstmal über die ganze Stadt drüber schauen konnte. Ist man durch so eine Stadtmauer rein und in dieser Stadtmauer war wirklich nochmal eine ganze Stadt und diese Burg. Also ein ganzes Stadtviertel. Und da gab es halt echt gute Sachen zu essen. Und in dieser Burg drin, ja, war halt irgendwie nochmal so eine Festungsburg, einfach nur um zur Verteidigung gedacht. Und da konnte man dann praktisch wirklich auch komplett einmal hoch auf die Zinnen, das war noch alles echt gut erhalten, da hatte man echt einen richtig guten Ausblick auf die Stadt. Und dann ging es ja nochmal so eine Treppe runter zu so einem Vorturm, der irgendwie halb so am Berg stand, aber mit der Burg oben verbunden war, wo man dann irgendwie auch nochmal eine Runde auf die Stadt hatte. Also diese Burg da oben, das war schon echt beeindruckend. Und dann waren wir essen und das waren wir in so einem kleinen Hinterhof, das war irgendwie. Ja, weder besonders gut noch besonders schlecht. Aber man konnte es halt essen, ne? Also das war. Auf der Burg da ist halt schon alles sehr auf Touristen ausgelegt. Das heißt, das Essen wird auch relativ zügig gemacht, weil da viele Leute essen gehen. Aber dieses Stadtviertel da oben auf dem Berg, das war schon echt ganz cool. Und halt ja, wie gesagt, die Aussicht ist mir so vom ersten Tag halt besonders in Erinnerung geblieben. Diese Burg da oben, hatte schon echt was. Dann war der erste Tag in Lissabon aber auch schon zu Ende und der zweite Tag, er war der Morgen. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum morgigen Vlog. Ciao, ciao.